Hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Captive Minecraft zusammen mit dem Brammen. Hallöchen. Hallöchen. Ja, ich mach jetzt Folge gab's ein paar. Boah, jetzt hab ich Schiss. Genau. Bestimmt krieg ich Zeit. Letzte Folge gab es ein paar technische Schwierigkeiten, aber die sollten jetzt alle gelöst sein. So, und ich hole mir den Diamanten oder versuche es zumindest. Baue hier natürlich ein bisschen das Treppchen aus. Okay, ich sehe schon Lohn. Ist zwar jetzt hässlich, was ich hier mache, aber Leute, hässlich. Ah, cool, hat Bestand. Ein. Ich kann die ganzen Pilze ja noch mitnehmen, die hier liegen. Ja. Ich wette, die Zuschauer, die wissen schon Bescheid, wie wir das ganze Problem lösen können. Ich muss auf jeden Fall, was mir gerade einfällt, ein Feuerzeug mitnehmen. Just in case, nur immer ganz wichtig. Wir haben noch sicher eins, oder? Ah ja, stimmt, falls der Gast meint, das Portal ausschießt. Ja. Natürlich, das ist essentiell und hier kommen wir auch nicht weiter. Ja. Bauen wir einfach hier runter, kein Problem. Jetzt können wir hier so eine Treppe machen. Ich höre zwar auch schon einen Gast, aber ich habe noch keinen. Hast du überhaupt ein Schwert? Gesehen. Ja, sicher. Weil ich habe ja gar nichts, nachdem ich gestorben bin. Sag, es wird jetzt bei mir ein bisschen dunkler. Ich werde auch erst die Fackeln ich stelle einfach eine Fackel hin und platziere die später um. Haben leider nicht so viele, weil wir kein Holz haben, das ist das Problem. Wie bin ich denn hier? 57. Also ich sehe halt, also wir spawnen halt, du warst auch gar nicht im Nether, wa? Doch, doch, aber wir spawnen halt auf so einer Insel. Nee. Wir spawnen nicht auf einer Insel, wir spawnen mitten in einer Festung. Wirklich? Ja. Oh, du hast umgeändert. Was? Wirklich? Ja. Hä? Ne, das will ich sehen. Ja, das gucke ich mir gleich an, wenn ich hier fertig bin, aber... Nee, bei mir... Heiß! Oh, oh. Vorsichtig. Also bei mir war es tatsächlich, die Leute können das ja in der Aufnahme sehen, wir waren da auf einem einer Soul Sand Insel, mitten im Nirgendwo. Achso, ne. Also ich stehe hier auf einer Festung. Vielleicht brauchten wir ja erst den Erfolg und dann wird man ja umgeportet oder so. Das könnte auch sein. So. Wenn ich sehr umständlich wäre, aber das kann sein. So, da hinten ist ein Gast. Pack ihn dir, Brammen, du bist die Zukunft! Brammen ist Zukunft! Oh, wir müssen zurück, wir müssen zurück! Teleportieren! Komm, porten! Moment, ich bin noch nicht gewappnet. Erstmal alles dafür, ich brauche wieder zurück. Alles klar. Bist nicht gewappnet, sagst du? So, was haben wir hier? Unbreaking. Was? Doch, das nehmen wir mit. Du musst doch nur im richtigen Moment mit Rechtsklick drücken, um das Ding wieder zurückzuschießen, oder? Schlagen, Linksklick. Ach so, du musst Linksklick schlagen. Oh, ja, du musst sozusagen schlagen, das Ding, und es blinkt auch was, wenn du eigentlich die ganze Zeit schlägst. Du wirst das Ding schon finden. Und von einem Ball stirbst du, glaube ich, sowieso nicht. Kann nicht wahr sein. Oh Gott, der scheiß Lohn. Hat er dich kaputt gemacht? Nee. Vorsichtig. Das nicht. Wo ist er hin? So. Komm her. Freunde, wir sind jetzt gleich ganz unten. Frage ist natürlich, ob wir da dann auch direkt Diamanten finden. Wir hatten ja letztes Mal so großes Glück und haben da eigentlich alles abgestrippt, meint. Leute, im Nether regeneriert man kein Leben. Nicht? Doch. Aber mega langsam. Wenn wir durchs Portal gehen, ist ja kein Problem. Okay, wir haben hinter dem Portal zwei Lohn und einen Gast, der auf das Portal schießt. Sehr gut. Ja. War das Portal mit Cobblestone zu oder so? Ich glaube, Cobblestone können die nicht kaputt machen. Ja, aber dann komme ich dann ja nicht mehr durch. Also du kannst ja so ein Haus bauen, das Cobblestone. Hast du jetzt noch die Zeit, ein Haus zu bauen? Machst du dort richtig bequem? Mach ich alles. Ich bin jetzt auf Höhe 7, witzigerweise. Na, bist du tief. Allerdings. Komm schon, es geht um mein Leben. Oh, auf 12. Auf 12 kommen die Dias, oder? Wissen sie ja. Ich glaube schon. Ah, da sehe ich unseren alten Gang. Alles klar. Ach so! Lol, leck mich am Arsch. Hier ist auch direkt ein Spawner. Ist ja der Hammer. Was denn? Ein Lohr-Spawner? Ja. Ja, dann war nicht kaputt, Mann. Habe ich nicht vor. Brauchen wir auf jeden Fall. Leute, wir sind wieder hier. 89 Diamanten, aber der ist zu weit weg.
Der ist doch genau gerade so außerhalb der Reichweite von uns. Wo schwebt der denn, dass der auf mich schießt? Bei hier. Oh, Diamanten! Ich hab Diamanten, mein Freund. Ja, sehr gut. Dann können wir ja gleich endlich mal da. Ja, ich komm gleich ins Meta und werf ihn dir dazu. Komm. Wir brauchen mehrere Diamanten. Wir brauchen 3 Stück für den Verzauberungstisch auch noch, oder? Stimmt, wir brauchen noch für den Verzauberungstisch welche. Haben wir ganz vergessen. Okay, ja, dann strip meine ich immer hier ein bisschen. Wir brauchen Dias, wunderschöne Dias. Der hat eine Lohe fallen lassen. Sehr schön. Ist das auch ein Erfolg? Aua, 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 aua. Oh, heiß, heiß, oh, heiß. Und da sind Dias. Heiß, heiß, oh, oh, oh. Wunderschön. Das sind, wie viele Dias? 3 Dias nochmal. Also wir haben jetzt 4 Dias. Ich schluck mal einfach noch ein bisschen. Komm noch mal näher. Nein, da vorne liegt noch eine Lohe. Leck mich doch am Arsch. So, lass mich nochmal zurück, um mich heilen. Oh Gott, ey. Weißt du, ich hab schon 2 Lohen fallen gelassen. Davor die landen immer outside der Border. Ja, weil die mal. Ach so. Da musst du die ein bisschen an dich ranlocken, so hinter eine Mauer stellen, dann kommen die ran. Ja, ich weiß, aber ich werde dabei nebenbei halt die ganze Zeit getroffen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Welt wurde gespeichert, Vorsicht. Könnte kurz laggy. Weiß ja nicht, ob sowas dann laggt, never. Wolltest du jetzt mitkommen? Ich strip meinen hier gerade noch ein bisschen. Ach, du strippst meinen. Sonst vielleicht mal ein Diamantschwert oder so machen können, weil ich habe ja nichts. Also ich habe wirklich nichts. Du verlierst auch alles. Ja, deswegen ja. Jetzt habe ich aber die Treppe und die wird mich beschützen. So, Pfeil und Bogen habe ich ja noch. Da ist nichts. Die letzte Fackel, Freunde. Vielleicht finde ich ja hier noch Diamant. Beim Strip-Mine ist es immer auch ganz gut, wenn man jeden zweiten Block nur abbaut, weil hier sehen wir ja die Kante. Da sehen wir die Kante für alle Leute, die Infos beim Strip-Mine haben wollen. Ja, hab ich keine Pfeile mehr. Das verarscht mich nicht. Du kann nicht wahr sein, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Und wieder zurück. Oh, ich glaube, mir weiß, was mir gerade einfällt. Was denn? Ist nicht der allerletzte Erfolg, vernichte einen Ritter. Was? Das nicht so? Am Arsch, oder? Ja, nee, müsste eigentlich sein, oder nicht? Oder irre ich mich da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Das auf jeden Fall vorstellen, also. Komm jetzt auf jeden Fall erstmal wieder hoch genug gestrippt, meint. Haben wir Obsidian gesammelt? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir haben noch 5. Doch, klar, habe ich doch damals gemacht. Haben wir ja auch nicht verloren? Nee, ist hier noch in der Spur. Okay, dann brauchen wir nur ein Buch. Dann mache ich das nämlich schon mal alles fertig. Ein Buch haben wir auch schon. Komm ich jetzt einfach hoch, werf dir einfach ein Dia zu. Dann brauchen wir ein Buch. Scheiße, ey. Okay. Ohne Spaß, ich brauche gleich mal Hilfe. Wir müssen da mal durchrotzen einmal. Genau. Ich komme jetzt auch direkt zu dir. Das heißt, wir können jetzt auch direkt loslegen. Ich will dir den Dia ungern im Nether zu werfen, wenn dann ein ganzes Bombardement stattfindet. Ja, muss ja nicht. Okay, wir sollen den Weg nach oben. Dauert ja gar nicht lange. Der Ruck hier ist etwas unschön. Immer dieses Gejumpe und Gejumpe. Aber wenigstens sind wir hier sicher auf dem Weg nach unten. Oh ja. So, was haben wir denn noch? Die Golden Hoe, die brauchen wir noch nicht. Lapis Lazuli, damit kann man doch Farbe herstellen. Wir sind unser Base, ja, ne? Ja, ja. Komme! Yeah! Bin kann man mit 2x Lapis Lazuli nicht irgendwas machen? Man kann 9 Lapis Lazuli zu einem Block machen. Und was hat man davon? Schöner Block. Hammer geil. Also haben wir dann. Man kann Lapis Lazuli, glaube ich. Nee, ich kenne das nur in verschiedenen Modpacks, aber nicht. Tja. Das ist echt nix. Machen doch Farbe. Blaue Farbe ist das. Wir brauchen Farbe. Red? Braucht man eigentlich für den Monuments Room noch Red oder haben wir Red schon gemacht? Wir brauchen noch ein Red und Green, weil wir brauchen eine Mischung aus Gelb, Rot und. Also Gelb, 2 Rot und ein Blau. Anders kriegt man das nicht zusammen. Okay. Oder. Ups, eine Kartoffel kaputt gemacht. So, auf jeden Fall hier. Wehe, das funktioniert jetzt nicht. So. Mit Diamanten abgeworfen. Perfekt. Sehr schön. Endlich. Dann packen wir mal wieder zurück. So.
Packst du den Dia zurück? Ich hab dir die schon gegeben. Ach, du bist hier Besserchen gelandet, oder? Alles klar, der Erfolg ist da. Was haben wir sonst noch so? Das Reiten, wir müssen ein Kuchen reiten. Ja, wir gehen jetzt einfach beide in den Nether und rotzen mal schnell die Ghasts weg, die da sind. Und die Lohn, ach, die Lohn meine ich. Und den einen Ghast. Ja, stimmt. Perfekt. Ja, okay. Also ich packe jetzt mal alles zurück, was ich hier hab. Ja, der Verlierer. Wir haben auch keine Wolle, wa? Ne, wir können uns aber eine Schere machen. Wir haben da oben zwei Schafe. Die können wir paaren. Mit Weizen. Ja, nicht nur das. Dann könnte man halt auch mal Bett machen. Genau, sich ein Bett machen. Dann spawnt man nicht mehr da oben. So, was haben wir sonst noch so? Da eine Kartoffel rein und jetzt... Okay, Abfahrt. Jetzt bin ich gespannt, wo ich spawne. Ich bin wirklich der Meinung, ich bin auf einer Kackinsel gespawnt. Ach Leute, du bist schon auf dem Weg. Ja, doch. Ohne Witz! Lol. Siehst du, hier bin ich gespawnt damals. Moment. Hier kannst du dich nicht bewegen. Aber du hast ja auch keine World Border. Doch. Aber die wird nicht angezeigt. Moment, pass auf, dann gehe ich mal zuerst durch, dann kommst du im Moment da. Vielleicht. Irgendwie. Komm mal durch. Komisch. Das ist nicht merkwürdig. Und dann gehe ich mal zuerst durch, vielleicht bist du dann da teleportiert, wo ich auch bin. Das ist voll komisch. Ansonsten porte ich mich einfach zu dir und baue das Portal dann ab, weil das scheint ja echt buggy zu sein. Ne. Und jetzt, wo kommst du? Jetzt komme ich immer da aus, wo du bist. Warte, wollen wir das Portal einfach mal abbauen und neu machen? Komm mal rein wieder. Wir entzünden das neu. Okay, entzünde es neu. So, das ist doch echt eigenartig, Freunde. Ich sag doch, das ist irgendwie komisch. Also ich glaube, es kann auch nicht sein, dass wir in so einer Insel spawnen. Weil der wird das ja so schon durchdacht haben. Nee, das macht halt viel mehr Sinn, da wo ich gespawnt bin. Da kriegst du nämlich genau die beiden Erfolge auch. Ah ja, du brauchst... So, Spawn. Dein Job. Und du darfst ja zuerst rein. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Na, jetzt bin ich immer noch auf der Insel. Okay, warte, dann, ja, das Problem ist, da jetzt cheaten oder versuchen? Weil ich glaube, ich sehe da eine Festung, aber man ist ja offenbar... Ja, ich sehe da vorne auch die Festung. Ich weiß halt nicht, ob das die ist, wo ich normalerweise auskomme. Klar ist, damit kann... Guck mal, ich kann mich noch nicht mal am Portal vorbei bewegen. Nee, bei mir habe ich auch diese farbige World Border eigentlich gesehen. Ja, guck, ich kann hier nichts bauen. Soll ich dann einfach mal Game Mode 1 gehen und das checken? Ja, check mal. Geh mal Game Mode 1, ja, check das mal. Ist ja offenbar ein Fehler. Ich bin jetzt in Game Mode 1. Lol, ich kann mich... Ich kann mal ganz kurz googeln. Aber wobei, ich scheiß auf Google. Ich kann mich echt kaum bewegen. Also wirklich nicht. Ja, dann geh mal Game Mode 1. Nee, ich bin im Game Mode 1. Ach, kannst du dich trotzdem nicht bewegen? Nee, ich kann nur um das Portal rum. Ich glaube, das ist sozusagen so ein Sicherheitsding. Dass man sich nur um das Portal irgendwie rum bewegen kann, weißt du? Ja, Papa, pass auf, sonst lass mal kurz, Game Moden hier. Wir machen das Portal mal kaputt im Game Mode. Ja, aber nicht, dass wir nicht mehr zurückkommen. Also kommen wir sowieso. Ja, genau. Wir können. Ja, warte, geh du mal zurück. Genau, und ich mach das kaputt. Und dann gehst du wieder durch. Okay. Dann will ich mal schauen, vielleicht kommst du an das andere neu entstandene Portal. Und dann portest du dich einfach zu mir. Hallo, ich kann ja gar nichts kaputt machen, weil ich im Game Mode bin. Ja, aber dann müsstest du doch alles kaputt machen können, oder nicht? Nee, nicht außerhalb der World Border. Ja, dann macht aber der Portal müsstest du an sich kaputt machen können. Nee, kann ich nicht. Ich kann keinen Block setzen und keinen Block abbauen. Hä? Das ist auch komisch. Langweilig. Ja, was soll ich machen? Ich kann die World Border jetzt nicht ausmachen, weil... Was wir machen könnten, ist einfach die Neta-Datei löschen kurz. Server neu starten. Und dann wird der neu generiert. Genau, und dann hoffentlich, dass es dann passt. Warte, dann komme ich hier auch wieder zurück. Ja, dann kommen wir zurück. Dann machen wir das hier auch nochmal kaputt. Mach Game Mode wieder 0. Nee, ja, genau. Mach mal das Tor kaputt. Mach das hier kaputt und dann, löschen wir das bis zur nächsten Folge. Wir sind sowieso jetzt schon bei 14, 15 Minuten. Dann löschen wir einfach jetzt die Nether-Welt und bauen die in der nächsten Folge neu. Und damit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wünschen uns Glück. Und dann bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Haut rein. Ciao.